Moin, moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren neuen Folge von Alex Kidd in Miracle World. Alter Sega, ich glaube Master System sogar Klassiker. Ja, jetzt für die Switch, PlayStation, Xbox, PC für alle Systeme erschienen. Falls ihr wie ich ein Master System hattet und auch damals Alex Kidd hattet, logisch, hatten ja viele, weil es damit drauf war, würde ich sagen, starten wir das einfach mal. War eigentlich mal dübel schwer. So wie ich eine Erinnerung habe, muss man überlegen, ich weiß nicht genau. Ist, glaube ich, das Dark Souls der Jump'n'Runs gewesen damals. Muss so kurz überlegen. Aber ich dachte, wir fangen damit einfach mal an. Und vielleicht habt ihr Lust, dabei zu sein. Schauen wir doch mal. Starten wir also mal direkt los hier. Wir gehen mal in die Einstellungen. Was da drin ist. Also Ernährung. Onigiri. Das ist Sushi, ne? Oder sowas. Hamburger. Spanisch Omelette. Fish and Chips. Naja, wir sind Deutsche, also nehmen wir Hamburger. Lecker. Unendlich Leben lassen wir erst nochmal weg. Aber wählen wir bestimmt nachher mal. Wahrscheinlich. Fangen wir mal direkt an. Ich glaube, man kann sogar hin und her wechseln zwischen der alten Version und der neuen Version. Wir schauen uns das mal an. Es war einmal vor langer Zeit. Oh, zu schnell. Ein Planet. Da trainierte ein junger Mann Tag und Nacht, um die Kampfkunst Shellcore zu meistern. Zwar wusste Alex nichts davon, doch zu diesem Zeitpunkt wurde die Region Radiaxian von Janken im Drohen und seine Lakaien bedroht. Und hier beginnt diese unglaubliche Geschichte. Bin ein bisschen gespannt. Der Berg ewig. Okay. Es reicht für heute. Magen knurrt. Ich glaube, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Ich hoffe, dass Meister Nurari etwas Leckeres zu essen gemacht hat. So. ZR? Okay, mit ZR kommt man in die alte Version. Schaut euch das an. Und sowas haben wir damals geliebt, ne? Witzig. Aber wir bleiben in der neuen Version. Dafür haben wir sie auch mitgenommen. Es gibt keine Möglichkeit zu entkommen. Es ging alles so schnell. Sehr seltsam. Nein! Oder mal kurz hier. Oh! Das war's, ne? Man kann nirgends so rausspringen. Das haben wir gerade noch im Kopf gehabt. Okay. Ein Leben verloren. So. Muss mal schießen. So. Eine ganze Let's Play-Reihe wird, kann ich nicht sagen. Erstmal wird es nur durchgezockt. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, wir fangen gleich mit endlich Leben an. Das hat mich damals schon genervt. Okay, okay. Wir sind nicht so die Besten, wie man gerade merkt. Was ja aber nichts macht. Wir gehen auf Einstellung. Und stellen direkt unendliches Leben ein, oder? Okay, man kann es nicht deaktivieren, bis du ein neues Spiel beginnst. Das macht nichts, machen wir. So, neues Spiel. Das überspringen wir, haben wir ja schon gesehen. Los geht's. Ah, haben wir schon gehört? Los geht's. Ja. Den Ring haben wir. Kurz warten, bis der weg ist da. Oh! Nein, ich wollte ihn da hoch. Naja, zu spät. Oh! Oh! Verdammte Axt. Der war zu schnell für uns.
Warum hab ich den da auch rausgeholt, den Morg vom Ork da? Oh. Alter, was ist denn das für eine Kollisionsabfrage, oder? Oh, kurz an! Ich habe ihn noch gar nicht berührt. Na, anscheinend doch. Hä? Noch unendlich Leben eingestellt. Warte mal kurz. Na, jetzt mal ein Leben, okay. Hat er gerade eben nicht genommen, warum nicht? Oh, das ist echt Augenkrebs, ne? Damals echt super, aber jetzt echt noch Augenkrebs. Oh. Gucken wir uns jetzt mal den Ring. Also, das, oh nein, schon wieder ihn. Ihr habt schon wieder frei. Ah, das ist weg, okay. So. Sagt die kleine Omi hier. Sei vorsichtig, Jankas Armee ist äußerst mächtig. Wer ist Jank? Naja. Oh, wieder zu runtergefallen. Oh, das war eine enge Kiste. Andere Richtung. Durch, schade. Na gut, nicht runter. Okay, hier können wir boxen. Halt, oder? Hier links, hier links. Oh, ich bin gegen da oben gekommen. Krass. Ich hab's echt, wenn ich überlege, wie lange ich das Spiel nicht mehr gespielt habe. Hä? Wieso bin ich denn jetzt da gestorben? Ja, okay. Ich hab doch gar nichts getroffen, oder? Also, das ist ja auch mal. Okay, den habe ich getroffen. Aber das andere, das war doch schon, ist doch schon ein bisschen frech, oder? Leben, okay. Bringt das nicht so viel, aber ist auch egal. Ah! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Okay. So, haben wir den Burger. Alter. Die Marmor-Ebene, okay. Gehen wir da rein. Oh, ein Reisender! Und das hat lange niemand mehr besucht. Vielen Dank, komm bald wieder. Was ist das? Vielen Dank, komm bald wieder. Okay, nimm alles mit.
Okay, ich kann drauf landen, okay. Alter Schwede. Er hat den steilen Steinfall und alles zerstört. Ich muss mich beeilen. Okay. Okay, da ist er. Was glaubst du, wo du hingehst, Balk? Irgendwas passiert mit dem Dorfbewohner. Ich muss mit Meister Nurari sprechen. Haha, du musst zuerst an mir vorbei. Ich bin Koseka, der dritte Kommandant des neuen Königs von Raxian, Yanken. Der große neue König? Ich fordere dich zu einem Yanken-Pon-Duell aus. Wähle Stein, Papier oder Schere, bevor die Musik endet. Wir spielen auf zwei Gewinnsätze. Na los. Okay, beide haben nichts. Ah, ich glaube, du bist. Nein, ich wusste. Ah, war ja dumm, ne? Okay, nochmal. Ich nehme nochmal Stein. Ich bleib bei Stein. Dreimal in einer Stein, da muss ich ja auch mal gewinnen können, oder? Ich sag ja. Zu Stein. Yes! Okay. Mit der Schere. Behauptet er, er wird Papier nehmen. Mein psychologisches Auge sagt, er nimmt Papier. Nein! Shit. Ja, ich blöd. Na gut, machen wir es ganz normal. So, drücken wir das vor, los geht's. Ich nehme diesmal Papier als erstes. Das gibt's doch gar nicht. Hässliche Hand. Ich bleib bei Papier. Ich bleib bei Papier. Oh Mann. Das ist ja auch witzig, oder? Du bleibst trotzdem bei Papier. Mann. Hui. Wie geil, also wie schnell das auch switcht, ne? Schon in beiden Versionen. Das ist schon irgendwie lustig. Okay, hat auch nicht viele Anforderungen, aber trotzdem. Echt jetzt, wa? Geht mir auf den Sack. Kommen wir nicht vorbei, bevor wir dich besiegt haben, ne?
Oh, dann kriegen wir immer ein bisschen mehr Geld. So, dann müssen wir den ganzen Gelaber anhören von ihm. Okay, wir fangen mit Schere an diesmal. Wieder zur Schere. Obwohl. Vielleicht der Stein. Oh. So, alles gar nicht, ey. Jetzt. So, komm, noch eine Runde. Na endlich. Yummy. Auch ein bisschen gemeinsam Glückslevel, ne? Was soll's. Die Idee unergründlich. Hoffentlich ist da was Gutes drin. Yes. Fast so ähnlich wie bei Mario, die Dinger hier. Aber eben nur fast. Nimm alles mit, können wir überall Hilfsmittel verkaufen. Durch. Oh. Zack. Ach so. Mal so, die Nulle. Meister, alles in Ordnung? Alex, es stehen schwierige Zeiten bevor. Es ist an der Zeit, dass du deine Wahrheit erfährst, deine Wahrheit. Ein böser Mann aus dem Königreich Radaxien reiste damals auf diese Insel und brachte ein kleines Kind mit. Ich wusste, wer es war, als ich das Medaillon sah, das am Hals des Kindes hing. Alex, du warst dieses Kind. Du bist Alex Kidd, der Thronfolger von Radaxian. Du musst deinem Schicksal stellen. Ich habe den Pedikopter für deine sofortige Abreise vorbereitet. Cool. Okay, jetzt wird's spannend. Mm-hmm.
Ja, wir schwimmen alles hier. Okay. So. Dorf Namui. Was kaufen. Tut mir leid, du hast nicht genug Geld. Schat. Komm schon, ja. Alles mit denen hier. Da ist ein Köder hier. Kann ich mit reden. Bitte hilf mir! So, das war knapp, danke. Danke, dass du mich gerettet hast, Junge. Diese Ohren, diese gesegneten Augen, bist du Prinz Alex? Die Menschen haben dich längst für tot geglaubt. Doch nun bist du hier, Janken, der Große, hat das Schloss. Bruder Igel wurde gefangen genommen. Du musst ihn so schnell wie möglich retten. Lang lebe Prinz Alex. Danke. Sehr gut. Sänger der Fahrt. Okay, das ist cool. Dieses Original so aus. Oh, warum springe ich? Okay. Da ist bestimmt was Gutes drin für mich, oder? Nein! Oh, harte Kante. Okay. Mist, wir können ja nicht weiter wegfliegen lassen, das ist natürlich schade. Wir müssen gleich nur schnell sein. Okay. Wow. Gut. Ganz akkurat die Steuerung nicht. Ein bisschen schwammig, muss ich zugeben. Okay, die kann man gut machen. Oh.
Oh. Komme ich gar nicht hoch, warte. Nein! Das war natürlich doof. Ja. Da komme ich nicht ganz hoch, ne? Komm, aber ich glaube, ich kann mich da durchkämpfen da oben. Da kann ich hier, oder? Kann ich wahrscheinlich nicht. Oh! Tu dich dran! Tu dich dran! Springe ich denn nicht? Das war ja blöd. Naja, aber ich glaube, ihr habt einen gewissen Eindruck bekommen von dem Spiel. Und könnt euch ja dann überlegen, ob das für euch wäre oder nicht. Also ich habe es mir besorgt, um einmal in Nostalgie zu schwingen, aber ich muss zugeben, jetzt wo ich wieder weiß, wie es ist, ist es gar nicht so, dass ich das jetzt highlightmäßig, offenbarungsmäßig finde. Ah, perfekt. Nein! Oh, doch. Warum immer der Blöde? Warum kommt immer der blöde Sack hinter mir her? Ja. Ja, aber wie gesagt, besorgt es euch, wenn ihr Lust drauf habt, aber es ist halt nicht mehr das gleiche wie früher, ne? Früher hat man das irgendwie anders gespielt. Aber, wie gesagt, um einmal die Nostalgie zu schwingen, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Falls es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da. Falls nicht, lasst auch einen Kommentar da. Und ihr könnt ja mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal weiterspielen soll. Ihr könnt mir Bescheid sagen. Wenn ihr wollt, es durchspielen, spiele ich es durch. Aber ich glaube eher nicht. Trotzdem vielen Dank und bis dahin. Ciao.